Nach dem kurzen Intro stelle ich dir heute mal ein ganz tolles Buch vor. Ja, hallo, ich bin's, der Michel von der Online-Gitarrenschule und heute habe ich mal einen kleinen Buchtipp, weil ich finde das eigentlich total wichtig, dass man vielleicht nicht nur von irgendwelchen Tutorials oder irgendwas lernt, sondern dass man sich vielleicht auch so ein bisschen mal so Bücher besorgt, wo man so vielleicht auch mal in die Richtung geht oder man hat ja immer so eine Vorstellung, was man gerne bei der Musik machen könnte oder was man gerne spielen können möchte und dass man sich dann auch in der Richtung zum Beispiel Literatur besorgt. In dem Fall heute geht es um das Buch Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean, ja, und in dem ganzen Buch sind 10 Titel drin, ich denke so ziemlich das bekannteste oder eigentlich fast alles wahrscheinlich, was man so kennt überhaupt, vom Film Fluch der Karibik, und ich finde es vor allem, wenn man so in Richtung Klassik ein bisschen geht, und viele Leute können heute nur noch ganz wenig eigentlich mir richtig mit dem Thema Klassik anfangen, also wir reden jetzt mal von der reinen Klassik eigentlich, wie es jetzt so gängig ist, ja, und ich habe das zum Beispiel bei mir auch immer gemerkt, so im Unterricht vor allem, dass es total cool kommt, wenn man einfach mal irgendwas total Modernes dann drin hat, ja, Fluch der Karibik oder aber gibt es ja wirklich viele Sachen, ja, und da möchte ich einfach heute mal dieses Buch vorstellen, das sind ja fast alle Stücken von entweder Klaus Badelt oder Hans Zimmer, und wie schon gesagt, sind 10 Stücke drin, arrangiert wurde das Ganze von Dom Huizinga oder so ähnlich. Und ich muss sagen, ich finde die Sachen wirklich, wirklich cool und vor allem, wie schon gesagt, ich baue das dann auch so ein bisschen im Unterricht mal mit ein, einfach, dass das Ganze ein wenig moderner ist, und wer so vor allem so ein bisschen im Fingerstyle unterwegs sein möchte oder irgendwas, hat da eigentlich ideale Stücke oder sowas, kann man wunderbar dabei üben, setzt natürlich ein bisschen was voraus. Buch hat Noten und Tabulatur, also man kann auch mit Tabulatur mitspielen. Nachteil ist nur, in der Tabulatur ist halt keine Rhythmik drin. Also die Rhythmik muss man oben aus den Noten nehmen oder sowas. Ne? Ich mache es mal so, ich lege einfach mal den Link für das Buch einfach unter dieses Video und sowas. Und ja, schau doch mal rein, vielleicht ist es was für dich. Okay, ich würde sagen, ich spiele einfach das erste Stück nochmal. Blood Ritual. Und ja, würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Thank you.
Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Buch, falls du es dir besorgen solltest. Wie schon gesagt, der Link liegt unter dem Video und wir sehen uns dann in der nächsten Let's. Und bis dahin sage ich ciao, der Michel. Ciao.